Okay, wir fangen jetzt an. Jetzt professionell, ehrlich jetzt. Das war das Wichtigste aus Ärgste. Wenn ihr auch Bock habt auf einen geilen Verein. Wir vermieten deine Wohnung. Wir führen alle Besichtigungen durch, prüfen die... Die Stahlindustrie, der Kohleabbau und auch die Bierkultur. Bier? Bier. Scheiße. Was mich begeistert an einem Job, ist einfach zu sagen. Es ist... Ich weiß es nicht. Das Geld. Mein Name ist Jens Hamburger. Ich bin Abteilungsleiter bei Diekmann Immobilien in Schwerte und Menden, Hagen, Overath, Gevelsberg. Beachtet also jederzeit auch den Markt, um das Beste aus dem Immobilienkauf rauszuholen. Wie die Logik schon sagt, ist es unlogisch. 1, 2, Nico. Nico, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Test 1, 2, 3. Test 3, 4, 5. Hier muss man auf jeden Fall die Atmosphäre einmal in seinem Leben mindestens erlebt haben. Und mir fällt nichts mehr ein. Die Atmosphäre hier sollte man einmal in seinem Leben und dadurch eine beraubende Atemberauben. Da die. Boah, Leute, hier dieses Stadion zu einer einzigartigen Erlebnis. Scheiße! It's annoying, man. Ich bin Christian Pries, komme aus Köln. Der ein oder andere kennt mich damals von Diekmann und freue mich. Freue mich. Und heute haben wir zwei brandneue Immobilien im Portfolio. Es handelt sich um zwei wahnsinnig tolle Scheiße. Den Kundenkontakt immer in meiner Arbeit gewünscht habe. Und da fehlen mir die Worte. Mach dich nicht so verrückt, Junge! Oh. Du machst dich selber zu verrückt. Ich weiß, ich weiß. Bleib entspannt, es ist alles cool. Und die Leistung ist für dich auch noch steuerrechtlich absetzbar. Klicke auf den Link. In diesem Video werden wir euch zeigen, wie die neue Maklerprovision seit dem 24.12.20 sich bei uns. Ich denke immer viel zu kompliziert. Mach neu, mach weg. Jetzt muss ich lachen. Sorry. Das ist Geld, wenn du über die eigenen blöden Witze lachen kannst. Ich brauche einen Kaffee aus der Borussentasse, ne, Nils? Oh Mann, das wird anstrengend. Deswegen geht das nicht. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen. Abonniert unseren Channel und in unserer Infobox findet ihr noch zwei weitere Videos. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einer neuen Folge von Diekmann TV.